Ένα ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι κατά πόσον αυτή η ιστορία με την Ελλάδα έγινε πολύ προσωπική για σας. Διότι καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει, γίνεται δαίμονας για πολλούς στην Ελλάδα. Μήπως αυτό επηρέασε την κρίση σας και τις αποφάσεις σας? Das war, in Griechenland war ich offenbar dämonisiert oder in manchen Medien. Das ist wohl wahr. Ich habe dafür auch Verständnis. Ich habe Politiker handeln so, dass sie sagen, wir müssen jetzt Kürzungen vornehmen, sonst bekommen wir die nächste Rate nicht ausbezahlt. Und dann wird in der öffentlichen Kommunikation natürlich gesagt, ach, also wegen Brüssel oder wegen Berlin wird das so gemacht. Das gehört zur Politik. Es hat mir ein bisschen leid getan. Es ist nicht das, was wir gemacht haben. Niemand wollte Griechenland das Böse tun. Und man muss eben wissen, in den Bevölkerungen der anderen europäischen Mitgliedstaaten ist die Regierung genau gegenteilig. Ich kann mich an eine Szene erinnern, als in der Eurogruppe ein Kollege aus einem kleineren Mitgliedsland, das früher einmal zum Ostblock gehört hat, genauer will ich es nicht präzisieren, es war im Übrigen ein sozialdemokratischer Kollege, der gesagt hat zu seinem griechischen Kollegen, zu unserem griechischen Kollegen, höre auf mit dem Gejammer, dass du die Renten kürzen musst. Wir haben in unserem Land halb so hohe Renten wie ihr in Griechenland. Aber ich muss meiner Bevölkerung erklären, dass wir für Griechenland Leistungen übernehmen müssen. Ich, und deswegen höre auf damit. Ihr müsst eben eurer Bevölkerung sagen, nur das, was wir uns leisten wollen, das müssen wir auch erwirtschaften. Und ich muss im Übrigen gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Verfassungsgericht in Deutschland immer wieder rechtfertigen, dass die großen Haftungsrisiken, die wir ja für Griechenland übernommen haben, die wir tragen, richtig sind, gerechtfertigt sind, begründbar sind. Ohne die Konditionalität der Programme, ohne das Versprechen, dass diese Hilfe auch dazu führt, dass Griechenland irgendwann nicht mehr auf Hilfe der anderen angewiesen ist, wäre das ja überhaupt nicht zu rechtfertigen gewesen.